Ja, liebe Fans, hier und hier sind wir wieder in Rouen in Frankreich und sehen den zweiten Kampf dieses heutigen Abends. Und bereits im Ring, Breeny, Buffalo Breeny aus Great Britain, aus Großbritannien. Ein weit gereister Ringer, der sich überall seine Sporen verdient hat. Und hier sein Gegner. Vielen von Ihnen bekannt, ebenfalls aus England, aus Großbritannien, Steve Casey, 118 Kilo und 1,96 Meter groß. Ja, dieser Steve Casey war auf den Turnieren der CWA zu sehen, hat sich dann etwas zurückgezogen, tritt jetzt bei kleineren Veranstaltungen auf, aber immer wieder eine Augenweide, wenn dieser Ringer gegen einen Gegner antritt, in seiner Größe und mit seinem Gewicht. Denn Buffalo Breeny ist ebenfalls über 1,90 Meter groß und hat 119 Kilogramm. Buffalo Breeny, der, wie gesagt, größtenteils in den USA gekämpft hat, der viel in Puerto Rico war und auch in Japan, ist wieder zurückgekehrt. Er ist ein harter Hund, wenn man so sagen darf, der im Ring nichts auslässt, was am Rande der Disqualifikation bereits ist, der aber auch immer wieder zeigt, dass er ringen kann. Das heißt also, dass die Grundlage da ist, und das sehen wir ja immer wieder bei den Ringern von der Insel, die da in Wigan in der Schule für Profiringer ihre ersten Schritte gemacht haben. Und Steve Casey war ja ebenfalls da, der ja aus einer Ringerfamilie kommt. Sein Vater, einer der ganz Großen des Ringkampfes, vor 20, 25 Jahren hat ihn jeder gekannt auf der Welt. Er war einer der weitgereistesten Ringer und er war derjenige, den man heute noch als Rasputin 1 bezeichnet, der in der Mönchkutte zum Ring kam, ein enorm starker Ringer war. Und Steve Casey musste mit ihm trainieren, bereits als Junge und dann als junger Mann. Und heute zeigt er immer wieder, dass er zu den ganz Großen gehört. Okay, là comme l'autre. Attention au combat, disqualification, que le meilleur gagne. Außerdem muss ich einmal sagen, dass der Ringkampfsport immer wieder auch Anhänger des Golfsportes hat. Und hier haben wir zum Beispiel einen. Steve Casey ist ein sehr guter Golfer mit einem relativ guten Handicap. Und wo immer er sich zeigt, wo immer er engagiert wird, fragt er zuerst, ob denn auch ein Golfplatz in der Nähe ist. Es sind zwei Riesen, die hier aufeinandertreffen. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass es ein Flick-Flack-Ringkampf wird. Aber die beiden zeigen wahrscheinlich auch, dass selbst harte und schwere Ringer technisch gute Leistungen zeigen können. Wir wollen das einfach mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal für die viele Fanpost bedanken, die hier bei Eurosport eingeht und die, das darf ich mit Stolz sagen, zum größten Teil positiv ist. Immer wieder wird nachgefragt, ob nicht mehr Ringkampf gezeigt werden kann, welche Leute gesucht werden. Es ist natürlich auch Kritik dabei, Negativkritik. Ja, da wollen andere wieder, dass ich fast gar nichts sage. Ja, was soll man da tun? Den Ringkampf wirken lassen, das ist vielleicht eine Sache, aber Hintergrundinformation ist vielleicht auch nicht schlecht, denn ich selbst habe einen Teil meiner Gesundheit im Ring gelassen und glaube, dass ich überall auf der Welt anerkannt bin als Experte für den Ringkampf. Und wenn ich dann im Kommentar öfter auch mal englische Worte gebrauche, dann ist es ganz einfach so, dass im Englischen kürzer und prägnanter mancher Griff betitelt wird. Hier sehen wir zum Beispiel, wie sich Steve Casey aus einem Wristlock rausdreht und selbst diesen seitlichen Armhebel ansetzt und aber wieder gekontert wird mit der Beinschere. Hey.
Ja, erst einmal hat Charlie Bollet hier wenig zu tun, der Referee. Denn diese beiden Athleten versuchen sich mit ringerischen Möglichkeiten und Griffen gegenseitig Respekt abzuverlangen. Und das sieht man ja auch gerne. Und so geht er raus. Wird aber sofort katapultiert, dreht sich aber mit einem Cartwheel zur Seite. Und dann kommt dieser Leg Drop, wo er sich also mit seinem Bein auf die Kehle bzw. seitlich auf die Halsschlagader des Gegners fallen lässt. Da sind natürlich 118 Kilo hinter bei Steve Casey. Und hier dann wieder einige der speziellen Wigan Submission Holds, nämlich Aufgabegriffe, die man in Wigan speziell lernt. Es ist eine Wrestling-Schule, speziell für Aufgabegriffe immer wieder, wie man es ja auch im Sambo hat, eine spezielle Ringkampfart, Judo-ähnlich aus Russland. Und jetzt setzt hier Steve Casey diesen Toehold, diesen Fußhebel an, wo er den Fuß des Gegners über den eigenen Unterarm dreht. Und solche Griffe, solche Aktionen wie eben, die können natürlich immer wieder zu bösen Zerrungen führen, weil sie ganz dynamisch speziell auf einen Muskelstrang des Gegners gezielt sind. Ein Doppel-Nelson angesetzt, der ja im Amateurringkampf verboten ist. Und da dreht sich jetzt Steve Casey. Ja, er dreht sich raus, setzt selbst diesen Griff an, dreht weiter und der Kopfzug kommt da. 1-2. Da hat er versucht, seinen Gegner zu überraschen. Side Headlock und dann dieser Hüftzug, wo man ja auch beim Amateurringkampf immer den Arm mitnehmen muss, während man im Profiringkampf nur den Kopf ziehen darf. Ja, hier sieht man schon sehr gute Techniken. Da kommt die Projektion und der Tackle von der anderen Seite, aber da sind beide zu stark. Ja, und die ersten irregulären Aktionen. Und wiederum das Ziehen an den Haaren, das ist ja verboten. Charlie Bollet macht hier Buffalo Brini aufmerksam, dass er seinen Kampfstil beibehalten soll, wie er es bis jetzt getan hat. Und hier sehen wir die Vorbereitung. Ja, und da kommt blitzschnell dann die Kopfschere. Und abgedeckt wird Brini und eins. Nein, das ist nicht das Ende. Steve Wright hat einmal gesagt, Ringkampf ist wie ein Schachspiel. Man muss abwarten, was der Gegner tut. Man kann ihn auch ab und zu mal locken, indem man in einen Griff hineingeht, um dann selbst seinen Griff ansetzen zu können. Und das soll dann alles auch noch spektakulär sein beim professionellen Ringkampf, damit das Publikum begeistert ist. Und das Publikum vor allen Dingen auch sieht, dass hier Leistung geboten wird. Hier muss Steve Casey aufpassen, dass er bei diesem Backbreaker, der ja dieser Griff ist, nicht selbst auf die Schultern kommt. Und man sollte es nicht meinen, liebe Fans, aber dieser Kampf zeigt jetzt bereits, dass er Kondition kostet. Ganz einfach Kondition kostet. Diese beiden Brocken gegeneinander. Jetzt wird Steve Casey angezählt und da kommt dann ein bisschen das Ausruhen dazu, dass man wirklich bis 6-7 unten wartet, um dann wieder hochzukommen. Und schon ist er wieder im Nussknacker in diesem. Ja, da wird er jetzt projiziert. Projektion in die Ecke rein.
Ja, ein Headlock von vorne wird ja als Nussknacker bezeichnet. Und Steve Casey wird angezählt. Da sollte Breeny von ihm wegbleiben, denn der Referee kann logischerweise nicht weiterzählen. Und jetzt wird er aufgeladen und ganz kurz gezogen. 119 Kilo sind da so dynamisch und ziehen Steve Casey in diesem Suplex hinüber. 118 Kilo in diesem Fall und seitwärts jetzt dieser Backsplash. Und dann wird er abgedeckt und das dürfte das Ende sein. 1, 2 und Steve Casey kann sich rausdrehen. Ja, liebe Fans, das ist schon eine Freude. Aber das kostet Kraft. Und wieder die Projektion rüber zur anderen Seite und da kommt dieser Quersprung, der Dive Across von oben vom Seil. Auch wieder muss man da bedenken, dass Steve Casey diese Größe und dieses Gewicht hat und hier wird er rausgeschmissen aus dem Ring. Außerhalb des Ringes und auch noch schlecht aufgekommen draußen. Da sollte er sich ein bisschen ausruhen, denn er wird ja nicht angezählt in diesem Fall. Zumindest zuerst nicht. Ja, und man sieht es, Breeny will hier ganz einfach Luft schöpfen und hofft, dass sein Gegner sich draußen auch irgendwo, wenn nicht verletzt, aber doch verausgabt hat. Hier will er ihn einfach reinziehen. Na, so geht's ja nicht mit einem Steve Casey. Da versucht er ihn mit einem Arm über das Seil zu ziehen. Ja, dazu ist Steve Casey aber zu stark und vor allen Dingen doch noch in guter Kondition und rein in den Ring. Und jetzt muss Breeny aber beweisen, wie es weitergeht. Da muss er erst mal nehmen jetzt. Da kommt die Reaktion, die Unterarmschläge von Steve Casey. Und Breeny wird angezählt. Ja, er ist fertig. Und hier kommt, oh ja, Flying Elbow und da wird er angezählt, der Breeny, 1, 2. Aber Steve Casey kann ihn nicht fixieren, kann ihn nicht mit beiden Schultern auf der Matte fixieren. Und es geht weiter, aber hier wird er gekontert und das war ein klarer Faustschlag und rein in die Ecke. Das ist die Reaktion. Aber Breeny ist fertig und da kommt er mit seiner Peitsche, mit der er immer in den Ring kommt. Da kommt er mit der Peitsche und gebraucht diese Peitsche. Ja, das ist eine klare Verwarnung. Da soll er sich vorsehen. Wenn er hier diese Peitsche nimmt und seine Aktion damit unterstreicht, um Gottes Willen. Ja, und jetzt wird Steve Casey gewirkt mit dieser Peitsche. Und eine Irish Whip im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so gefährlich, das ist so gefährlich. Ja, man sieht es. Breeny ist einfach fertig und versucht hier seinen Gegner noch kaputt zu machen. Springt nach draußen auf seinen Gegner. Ja, da muss was passieren. Da müsste was passieren. Und jetzt schlägt er mit der Peitsche zu. Ja, das müsste normalerweise jetzt die Disqualifikation sein. Und so wird es auch werden. Da wird er in den Ring gerufen. Charlie Bollet ruft ihn in den Ring. Und das ist die zweite Verwarnung. Die zweite Verwarnung. Und damit sollte er wissen, dass dies wohl das Ende des Kampfes sein wird, wenn er hier weitermacht. Da sollte er die Peitsche weghauen. Charlie Bollet macht ihn noch einmal auf aufmerksam. Mein Gott, dieser Breeny hat doch gezeigt, dass er auch ringen kann. Und da zahlt es aber Steve Casey zurück. Und gleich richtig. Da nimmt er selbst diese Peitsche jetzt, der Steve Casey. So. Und dann kommt die Projektion rüber. Und Breeny kommt zurück und muss die Peitsche nehmen. Ja, da schlägt er zu. Und jetzt ist er außer sich. Steve Casey. Ja, so habe ich ihn selten gesehen. Natürlich, wenn er so behandelt wird, das ist ja kein Wunder. Und da kommt der Kopfzug hier. Und vom Seil zurück. Und der Elbow Drop. Ja, und da wahrscheinlich noch einer. Und der Leg Drop noch hinterher. Und der deckt Breeny ab.
Eins, zwei, drei. Ja, so muss es sein. Das ist der Sieger. Das ist besser als eine Disqualifikation. Aber trotzdem, liebe Fans, das war eine Freude. Härte hat nicht nur zum Sieg, hier hat hier nicht zum Sieg gereicht. Wir sind aber gleich wieder da, liebe Fans. Bis gleich. Eurosport.